Hey ihr Lieben, wir haben ein neues Kräftigungstraining für euch zu Hause und das kommt diesmal direkt im Doppelpack, nämlich vom Turner-Duo Sarah Voss und Tim Pfeiffer. Dass die beiden überragende Turner sind, das habt ihr vielleicht auch schon bei uns in den Sportmacher-Beiträgen gesehen und entsprechend stark haben sie auch eine Muskulatur im Rumpf und im Beinbereich und genau dazu haben sie uns ein paar coole Übungen aufgenommen und mich sogar in einem Punkt wirklich überrascht, denn nicht nur Tim kann Sarah stemmen, sondern sogar Sarah Tim. Aber ich will nicht zu viel verraten, schaut selbst und macht direkt mit. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sarah Voss, ich bin 20 Jahre alt und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Kunstturnen. Und auch ich muss mich teilweise zu Hause fit halten, eben dadurch, dass wir jetzt nicht so oft in die Halle kommen. Und da habe ich mit meinem Freund beschlossen, einfach mal ein Partner-Workout zu starten, was uns auch ein bisschen geglückt ist und auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir haben auch noch eine Aufgabe für euch, die ihr auch zu Hause selber ausprobieren könnt. Und ja, da wird euch Tim ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Tim. Abschließend haben wir noch eine Übung für euch aufgezeichnet. Und zwar handelt es sich dabei um eine Variation des Unterarmstütz und des Liegestütz, die auch wir sehr häufig im Training durchführen und gebrauchen können. Man trainiert damit vor allem die Mittelkörperstabilität und die Rumpfmuskulatur in Form der Bauch- und Rückenmuskeln und deswegen ist diese Übung super geeignet, um für Stabilität im Mittelkörper zu sorgen. Wichtig bei der Durchführung dieser Übung ist vor allem, den Körper, den Mittelkörper, und zwar Bauch, Rücken und Gesäßmuskulatur, die ganze Zeit anzuspannen und damit den Körper in eine Art Brett und schwebende Position über dem Boden zu bringen. Im optimalen Fall können eure Eltern oder eure Geschwister einen Plastikbecher mit Wasser auf euren Rücken stellen, ohne dass dieser umfällt, während ihr den Unterarmstütz und den Liegestütz durchführt. Also, ich hoffe, ihr probiert die Übung aus, habt viel Spaß dabei und euer Teppich bleibt trocken. In diesem Sinne, bleibt gesund und viel Spaß. Puh, das ist schon ordentlich anstrengend, wenn man das so macht, wie Tim es gesagt hat, heißt Bauch, Rücken und Gesäßmuskulatur die ganze Zeit über anspannen. Und dann braucht es auch nicht unbedingt einen Trainingspartner, macht natürlich mehr Spaß, aber ansonsten könnt ihr es machen wie ich, einfach eine Hantel nehmen und die abklatschen oder natürlich auch eine Plastikflasche. Das war's mit den Übungen, vielen Dank Sarah und Tim, dass ihr uns die gezeigt habt. Ihr könnt natürlich noch weiter hier auf zdftv.de oder in der TV-App nachschauen. Wir haben noch viele weitere Videos von Sportmacher gemeinsam zu Hause. Wir haben die TV-Beiträge und wir haben natürlich auch noch viele weitere Sportler und ihre Übungen. Also schaut einfach mal ein, probiert's aus, bis zum nächsten Video, macht's gut, bleibt sportlich, ciao, ciao.